Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Favoriten aus dem Monat Januar. Es ist wieder soweit, ein Monat ist rum. Ich zeige euch wirklich die Produkte, die ich rauf und runter getragen habe in diesem Monat. Aber wie gesagt, manche Produkte zeige ich euch nicht, die ich vielleicht in den letzten Monatsfavoriten euch nur gezeigt habe. Weil zum Beispiel Primer werde ich jetzt nicht mehr zeigen. Weil das sind so die Produkte, das sind so meine Must-Haves. Die werde ich in ein extra Video euch zeigen. Meine Drogerie, aber auch High-End, meine Must-Haves, meine Must-Have-Favoriten-Produkte. So, das haben. Deswegen, heute zeige ich euch wirklich die Produkte, die, wie gesagt, diesen Monat rauf und runter getragen habe. Fangen wir mit den Lippenprodukten an. Da habe ich drei Lippenprodukte, die ihr kennt, und einen habe ich wirklich in diesem Monat mit rauf und runter getragen gehabt. Kommen wir einmal zu dem Lippenstift, den ihr, glaube ich, wirklich kennt, den ich euch schon so oft jetzt gezeigt habe, den von Essence, der Hydration Nude Lipstick. NE 302 Heavenline. Also von der Verpackung sieht es so aus. Das ist ein schöner rosenholzbräunlicher Ton, der super zu aller Anlässe passt. Sowohl für den Alltag als auch für Schule, Arbeit. Es ist egal, wo ihr den tragt, den könnt ihr überall gut auf die Lippen tragen. Den anderen Lippenstift, den habe ich von M. Azam Beauty, der Magic Finish Satin Lipstick. Da habe ich auch eine der bekanntesten Farben, das ist der Lipstick Almond. Also so ein mandeliger Lippenstift, Farbton. Das ist so auch so ein richtig schöner rosenholzbräunlicher Ton, der auch Lipspad-Better-Ton ist. Also fast wie eure Lippenfarbe, nur etwas besser. Es spendet auch Feuchtigkeit und die gibt es auch in verschiedene Farbtöne. In der Drogerie bei Rossmann zu kaufen, weil die haben da jetzt ja auch so eine, ja, so eine Theke in Rossmann stehen. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Farbtöne. Da findet jeder für sich die passende Farbe. Dann kommen wir zu einem neuen Produkt, was ich in diesem Monat sehr oft verwendet habe, ist von Everline Cosmetics, der Oh My Kiss. Das ist so die Verpackung, aber die Schrift ist schon langsam ab. Das ist so ein bräunlich-stichiger Ton, der auch so einen Rosenholz-Einschlag hat. Also wie ihr seht, ich mag gerne so dieses bräunliche Rosenholz-stichige Töne. Also weil die sehen wirklich für alle am besten auf die Lippen aus. Weil die Produkte, die Farbtöne kann wirklich jeder von uns verwenden. Es sieht immer gut aus für jeden, also für jeden Anlass, wie gesagt, für Alltag, Schule, Arbeit, egal wo. Es sieht immer gut aus. Den Lipgloss, den in diesem Monat auch, den habe ich oft getragen, aber habe euch den auch schon oft in meinen Videos gezeigt gehabt. Das ist neu von Manhattan, der High Shine Lipgloss. Das ist der 24O. Das ist so ein leicht heller, peachiger Ton, der super auf eure Lippen aussieht. Aber dazu brauche ich euch jetzt auch nicht mehr viel sagen, weil dazu habe ich schon in mehreren Videos was gesagt gehabt. Dann kommen wir jetzt zu den Turn-Produkten, also Foundation, Concealer, Puder, was ich da verwendet habe. Da habe ich tatsächlich drei Foundation in diesem Monat sehr, sehr gerne verwendet, also abwechselnd. Aber das waren so die drei, die ich wirklich verwendet habe und die auch gut
aussehen auf eurer Haut, die ein super Finish hinterlassen. Fangen wir mit der günstigeren Foundation an, nämlich von Catrice, die True Skin Hydration Foundation. 24 Stunden Hydration. Da habe ich die 004 Neutral Porzellan N. Das ist in dieser Verpackung feuchtigkeitsspendendes Make-up, Hyaluronsäure und Wassermelonenkernöl. Natürlich mattes und ebenmäßiges Hautbild, mittlere bis hohe Deckkraft, verträglich, hautärztlich getestet. Also wie gesagt, das ist eine super feuchtigkeitsspendende Foundation, die ihr wirklich gut auch aufbauen könnt. Aber meist reicht mir eher eine Schicht von dieser Foundation, weil ich bin nicht so der, wie dieses hochdeckende Finish haben will, also von Deckkraft. So, da mag ich wirklich leichte bis hin zu Mittel von der Deckkraft her. Deswegen ist die super. Also damals, als die rausgekommen ist, hatte ich die mir auch gekauft. Ich muss sagen, da fand ich die nicht so toll. Also jetzt finde ich die gut. Ob es auch an meiner Haut liegt, das ist vielleicht, oder weil ich auch ein bisschen älter geworden bin, dass es deswegen ich andere Ansprüche an Foundation habe, dass es deswegen mir jetzt die gut gefällt und die wirklich schon seit Monaten auch einer meiner Foundation-Favoriten ist. Die andere, die es in der Drogerie zu kaufen gibt, weil die andere, die ich euch gleich zeige, bekommt ihr nur durch einen Online-Shop. Aber die ihr jetzt seht, ist nämlich die L'Oréal Paris Perfect Match Nude aufpassendes Tinte-Serum. Also ist eher ein getöntes Serum als eine Foundation. Die sieht so aus. Da habe ich die Farbvariante 2 bis 3 hell. Also da muss ich sagen, ich glaube, ihr wisst, wie ich darüber schon gesagt habe, dass ich die Farbauswahl nicht so gerade gut finde, weil dieses 2 bis 3 oder so, da kann, glaube ich, nicht jeder sein perfekter Hautton wirklich finden. Aber das ist ein Meckern auf hohem Niveau, weil sonst ist die getönte Serum wirklich gut. Also hat 1% Hyaluronsäure. Aber eins, bevor ihr die Foundation verwendet, schüttelt es, damit es wirklich sich gut verbindet, weil wie gesagt, es ist keine Foundation, sondern eher ein getöntes Serum. Deswegen ist es besser, vorher einmal zu schütteln, damit sich deswegen die Farbpigmente mit dem Serum auch verbinden. Sorgt für ein ebenmäßiges, natürlich strahlendes Finish. Das stimmt. Also damit könnt ihr wirklich eine natürlich ebenmäßiges Finish erzeuge mit dieser Foundation. Also die kann ich mir gut vorstellen für Frühling, Sommer, also für die heißen Tage, wo wir wirklich eher was Leichteres haben und nicht so zugespachtelt sein wollen. Gerade so für den Sommer, Hochsommer, da wollen wir dann eher leichte Texturen habe und nicht so schwer und nicht so mit hoher Deckkraft. Deswegen, also die von ich kann ich mir getötetes Serum kann ich mir wirklich gut vorstellen für den Sommer. Die letzte Foundation, die ich habe, die ich euch ja auch schon oft gezeigt habe in mein Eveline Cosmetics Video, wo ich die Marke hier ausprobiert habe, die ist ja auch mittlerweile seit Monaten eine meiner Favoriten, die Water Match Skin Absolute Perfection. Das ist diese hier, das ist wirklich eine hochwertige Glasverpackung, also das ist wirklich toll. Also da habe ich die Farbe 05 Like Porzellan. Das ist, glaube ich, mit die hellste, die es bei Eveline Cosmetics zu kaufen gibt für helle Hauttöne. Ich glaube, es gibt eine oder zwei Nuancen noch heller, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es die zweithellste ist. Ich weiß jetzt nicht, weil wie gesagt, weil die von dich habe ich schon eine Weile in meiner Sammlung. Die macht ein tolles, ebenmäßiges Finish. Von der Deckkraft her würde ich sagen, hat sie eine mittlere Deckkraft, aber hat schon mit, glaube ich, mit die höchste Deckkraft
wenn ich mal von die Catrice Trusken und die getötetes Serum von L'Oreal. Also, weil die sind doch leichter von der Deckkraft. Die ist ein bisschen deckender. Aber von dem Finish gefällt sie mir die trotzdem. Auch wenn sie leicht deckender ist. Manchmal mag ich das auch gerne, wenn eine Foundation deckender ist. Wie gesagt, so eine mittlere Deckkraft finde ich ist schon gut. Es braucht nicht unbedingt hochdeckend sein. Da kommen wir zu zwei Concealer. Da habe ich einmal ebenfalls die Catrice Trusken High Cover Concealer mit Hyaluronsäure ist Wasserberuf. 18 Stunden Hydration. Schwereloser hochdeckender Concealer mit feuchtigkeitsspendender Hydro-Boost-Komplex. Kein Absätze in Fältchen. Frische und gleichmäßiges soft mattes Finish. Deckt Augenringe ab. Also das ist eine. Und die Farbe, die ich habe, bevor ich das vergesse, die 005 war Macadamia. Das ist wirklich ein deckender Concealer. Ich glaube, selbst wenn ihr wirklich etwas, ja, schon Augenringe habt, kann dieser Concealer die wirklich gut abdecken. Ja gut, darüber kann ich nicht so viel nicht sagen, weil dadurch, dass ich ja noch jünger bin, habe ich nicht so Probleme mit Augenringe. Das ist es. Aber wenn jemand vielleicht wenig Schlaf hat, dann ist der Concealer wirklich gut. Der hilft dann euch. Wie gesagt, weil wie gesagt, ich habe damit nicht solche Probleme mit Augenringen, muss ich wirklich sagen. Ja, ich benutze auch wirklich Produkte, um es vorzubeugen. Zum Beispiel das Beauty Mates Augenlifting Booster, was ich ja verwende. Das beugt schon etwas vor, dass ihr so starke Augenringe nicht habt, sondern nur leicht habt. Aber mit dem könnt ihr es super abdecken. Der andere Concealer ist, wie gesagt, auch von Everlane Cosmetics, auch aus derselben Reihe, nämlich der Wonder Match. Coverage Creamy Concealer, 24 Stunden Satin Finish, Hyaluronsäure, Thermalwasser, Amazonian Clay. Steht hier was in Deutsch? Natürlich nicht. Das ist auch ein super ja, der deckt auch gut. Den kann man auch sehr gut unter die Augen verwenden. Ist ein sehr, sehr guter Concealer fürs Abdecken. Augenringe werden abgedeckt. Also das ist auch ein. Aber der, würde ich sagen, ist leichter von der Deckkraft her wie der von Catrice. Aber es ist auch trotzdem ein sehr, sehr guter Concealer. Und für den Preis ist er auch unschlagbar. Also hier habe ich auch die Farbe 05 Porzellan warm. Also da gibt es auch verschiedene Untertöne. Halt warm, etwas kühler und halt dann für den neutralen Unterton, den man hat. Dann kommen wir zu einem Puder. Das ist zum Setten verwenden, nämlich das ist von NYX, der No Filter Sans Filter Finishing Puder. Das ist dieses Produkt. Also wie ihr seht, ich habe es schon sehr häufig verwendet. Das Produkt verwende ich auch jeden Tag. Wie ihr seht, ich habe schon sehr gut Produkt aufgebraucht. Und das werde ich auch dieses Jahr bestimmt schaffen aufzubrauchen. Ich glaube, ich habe das, glaube ich, sogar in mein Video euch gezeigt, wo ich euch gezeigt habe, die Produkte, die ich in diesem Jahr aufbrauchen, schaffen will. Kommen wir jetzt zu den Bronzer Blushes Highlighter. Einmal kommen wir zu den Blushes. Nicht zu den Bronzer, sondern zu den Blushes erstmal. Da habe ich einmal von Twin It Up der Powder Blush mit Glow Effekt. Das ist diese hier, da habe ich die Variante 026. Das ist so ein schöner Rosenholz-moviger, stichiger Ton. Der ist schon so ein Satin-Finish. Also ist nicht so, hat nicht so einen Glow-Effekt, aber ich habe ein Produkt,
was ich obendrauf so als Topping verwende. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Produkt, das es neu auch in der Drogerie zu kaufen gibt seit einigen Monaten. Und das andere Blush-Produkt ist eher ein schimmriges Produkt. Deswegen macht es mir auch nicht aus, weil ein Blush matt ist, weil ich benutze ja immer noch ein Produkt dazu. Das ist jetzt von Catrice, der Chic Lava Oil Infusion Blush. Der sieht so aus, da habe ich die Variante 0 Zimt, blumig Hibiskus, seidig zartes gebackenes Puderrouge mit feinem goldenen Schimmer, bestrahlenden Wangen, angereichert mit pflegendem Kokosnussöl und Hibiskusextrakt. Also das ist so ein schöner Aprikostichiger, der so einen goldenen Sheen hat. So, der hinterlässt auch sehr, sehr schönen Glow auf eure Wangen. Den Bronzer. Ich kann leider nur einen Bronzer zu euch zeigen, weil, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, in einer meiner Videos habe ich es tatsächlich geschafft, den Butterbronzer mir runterfallen zu lassen. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie falsch die Verpackung gehalten gehabt und irgendwie ist er dann aus dieser Halterung herausgefallen. Dementsprechend ist er mir in tausende Teile zerbrochen, war aber auch wirklich in die alte Design noch gewesen, weil mittlerweile haben die Physicians Formula, die Butter Bronze, ein anderes Design vom Außen. Aber das Produkt ist ja dasselbe, nur wie gesagt, vom Design her haben sie die Bronzer verändert. Aber die Bronze, die ich euch jetzt noch zeigen kann, ist der Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronze. Der hat so einen leichten Schokoduft, aber was ziemlich, natürlich ist es nicht so viel, dieser Geruch, der äußerst, ja, wie soll ich das sagen? Man merkt, ich drehe schon das dritte, wie und da kann ich schon nicht mehr gut reden. Wie gesagt, das ist das Produkt. Der hat einen schönen Unterton, ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kühl, ist genau richtig für einen Bronzer und gerade gut für helle Hauttöne. Und mit dem könnt ihr auch nicht zu viel Bronzer nicht auftragen. Also, weil er lässt sich ziemlich gut aufbauen, weil das ist auch wichtig. Ich finde bei Blushes, Bronzer, Highlighter, es ist lieber, dass sie, wenn die nicht so ganz gut pigmentiert sind, dass sie dann diese sich besser aufbauen lassen, wenn man wirklich ein bisschen mehr Power haben will, als wenn es schon von Anfang an zu viel auf eure Pinsel ist und dass sie dann kaum richtig gut verblendet bekommt. Deswegen ist es besser, wenn die Produkte leichter und nicht so hoch pigmentiert sind. Apropos Highlighter, eine gute Überleitung. Da habe ich auch zwei Stück. Die will ich euch trotzdem zeigen, weil wie gesagt, Primer zeige ich euch nicht. Aber Highlighter wollte ich euch zeigen. Den habe ich auch jetzt schon mittlerweile in so viele Videos gezeigt von Essence. The Highlighter. Da habe ich die 20 Hypnotic. Das ist in dieser Verpackung. Den Farbton gibt es wahrscheinlich noch so zu kaufen. Aber ob es den Highlighter so noch zu kaufen gibt, ich habe es nicht mehr gesehen gehabt, weil wenn dann allerhöchstens könnte es den vielleicht noch online bei einem Online-Shop zu kaufen geben. Wie gesagt, online, ja, wie gesagt, in die Läden sind die nicht mehr verfügbar, aber wie gesagt, man kann eventuell online schauen auf die ganze Vinted ist ja auch so eine Plattform, wo oder auch eBay, da gibt es auch noch manchmal Produkte aus dem Sortiment, gerade solche. Müsstet ihr mal gucken, wenn ihr diesen Highlighter wirklich haben wollt, schaut gerne mal auf diese Online-Shops mal gerne vorbei. Weil wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es den auch online bei Essence zu kaufen oder bei Cosmetic for Less, weil meistens
Die Produkte, die ausgelistet werden aus den Drogerien, gibt es meist noch online bei Cosmetic for Less zu kaufen. Oder halt noch wirklich noch auf deren Seite selber, also auf die Essence-Seite oder auch auf Catrice-Seite. Da kann man noch Produkte finden, die es in der Drogerie, in den Sortimenten nicht mehr zu kaufen gibt, weil es gibt immer noch einen Restbestand. Und dementsprechend sind die dann online länger verfügbar als halt, wie gesagt, in der Drogerie gehen die ja meistens raus. Aber ein Produkt, was definitiv in der Drogerie ihr bekommen könnt, ist von Essence Their Shows Your Glow Highlighter Palette. Die habe ich jetzt auch schon euch oft gezeigt gehabt. So sehen die Farben aus. Also hier habt ihr drei verschiedene Farbrichtungen, aber auch sind mit anderen Finishes. Also diese Candlelight ist ja so leicht, ja schon Champagner-Rosé-stichig, der super, wenn ihr ein natürlicher Highlighter-Effekt haben wollt, ist der richtig gut so für den Alltag. Dieser Major Glow ist etwas goldig-stichiger, der hat schon ein bisschen mehr Wumms. Also den Highlighter. Oh mein Gott, was ist heute los? Ich kann schon nicht mehr reden. Also wie gesagt, der ist halt goldstichig und den sieht man schon mehr auf euren Wangen. Und der Summer Glow ist wirklich so ein bräunlicher, den ihr wirklich eher für den Sommer oder auch über eure Bronzer auftragen könnt, so als Topping. Das ist ein sehr gutes Trio. Dann kommen wir jetzt zu den Lidschattenpaletten. Da habe ich tatsächlich zwei Paletten, die habe ich wirklich am häufigsten verwendet. Klar habe ich auch andere Paletten verwendet gehabt, wie die NYX Ultimate Queen. Die habe ich auch diesen Monat verwendet. Aber ich muss sagen, nicht so häufig, wie ich euch die Lidschatten zeige, weil die habe ich wirklich öfters getragen. Einmal ist es eine Essence Lidschattenpalette, die gab es in einer LE. Aber meistens gibt es ja die LE-Produkte von Essence ja online. Meistens noch sind die noch verfügbar auf Douglas, auf Flaconi, Parfüm Dreams oder halt selber auf die Seite von der jeweiligen Marke. Also das ist die Lidschattenpalette Coffee to Glow, also aus der LE Coffee to Glow. Schublette, die so eine Pappverpackung. Also wie ihr seht, ich habe die schon sehr, sehr geliebt gehabt. Also so sieht die aus. Also das war so ein heller bräunlicher Ton. Das war so ein wärmerer Braunton. Und das war schon ein kräftigeres, ja, rötliches Braun. Die waren matt. Und dieses rötlicher Ton, der hat so, es war ein Satin Finish, aber hatte so leichte schimmrige Partikel mit enthalten. Das ist so ein bräunlich schimmriger Ton. Das ist so ein Swilter, so ein, ja, hat so ein Twist, so ein Gemisch, so ein bräunlich mit weiß. Und das ist so eher so ein geliger Lidschatten. Den könnt ihr eher so als Base mit dieser, weil wie gesagt, den hatte ich da so noch nicht ausprobiert gehabt. Also wie gesagt, da habe ich einmal von dem matteren Töne verwendet und dann habe ich die andere Lidschattenpalette verwendet. Das ist jetzt eher eine teure, nämlich die Naked 3 Urban Decay Mini. Wie ihr seht, ist das eine rosig, rosgoldige Lidschattenpalette. Und das sind die Farbtöne, also sind sehr topig, roséstichig, Rosen, ja, Rosgold. So, das war der Ton, den ich sagen wollte, so ein Rosengold. Das ist so ein, ja, schon ein Goldton, der etwas wärmer ist. Wie gesagt, das ist so ein rosiger, schimmriger Ton. Hier habt ihr ein kühleres Taub. Das ist so ein dunkler, aber es ist nicht ein komplettes Schwarz. Ich würde sagen, es ist so ein, eher so ein
Grau. Weil, wie gesagt, den Ton habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert gehabt. Glaze ist eher ein heller, ja, hat schon Schimmer mit drin. Also, wie gesagt, von den Matt habe ich eine Farbe verwendet gehabt und dann aus der Palette eine schimmrige Ton. Also, entweder habe ich den verwendet oder in Kombination habe ich die beide gemixt gehabt, die Shimmer Public und Stall habe ich dann gemixt gehabt. So, das waren jetzt meine Monatsfavorite aus dem Monat Januar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das ein oder andere Produkt vielleicht selber zu Hause habt. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende gehabt, habt viel unternommen. Auch wenn es euch nicht gut ging, dann schicke ich euch ganz viele liebe Grüße, dass es euch wieder besser gehen wird. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr schaltet zum nächsten Mal wieder ein. Dann hoffe ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss!